hat, weil die Geschichte ist auch häufig kopiert worden. Vielleicht besser zu verstehen, nehmen wir mal die, links unten. Erkennt ihr die Figur, um die es geht? Das heißt, wenn ich jetzt in mein Buch schreibe über ein Mädchen mit roten Zöpfen und mit Sommersprossen und mit zwei verschiedenen Strümpfen, die mit einem Pferd, dem kleinen Onkel, in einer Villa lebt und ihr Vater lebt in Takatuka-Land bei den Menschen an der Hautfarbe, weil ich habe das jetzt umbenannt worden. Und wenn ich das alles so übernehme und daraus meine Geschichte baue, dann verstoße ich gegen die Gestaltenrechte oder beziehungsweise die Charakterrechte von der Erben von Astrid Lindgren, weil ich die Figur übernommen habe. Und jetzt sind wir im Bereich Fanfiction. Fanfiction ist in der Regel ein Urheberrechtsverstoß, weil wir sowas wie, wie soll ich mal sagen, so eine freie Entwicklung, Weiterspielen von Gedanken bei uns im Gesetz in Europa, auf jeden Fall Kontinentaleuropa, nicht geregelt haben. Anders als die Amerikaner vielleicht mit ihren Fair Use, die haben das etwas flexibler. Ist so eine Übernahme für Fanfiction-Zwecke unerlaubt. Es ist aber meistens so, dass die Fanfiction-Autoren nichts dagegen haben, solange das nicht kommerziell genutzt wird, weil die sehen auch, welche Vorteile sich daraus ergeben. Außer, glaube ich, vom Schreiber von Game of Thrones, der hat was dagegen. Aber, oder zum Beispiel J.K. Rowling von Harry Potter, die sagt, ich habe überhaupt nichts dagegen, solange Harrys Wand nicht anders verstanden wird. Also sie möchten nicht, dass die Figuren sexuell eingesetzt werden. Aber auf jeden Fall, Sujets, also das ganze, das Konzept, dieses die Charakterzeichen der einzelnen Figuren, auch die ist urheberrechtlich geschützt. Da wieder um die Grenzen zu ziehen, ist sehr, sehr, sehr schwer und wir kommen noch zu einem Beispiel, um das zu zeigen. Jetzt schwenken wir von den Urheberrechten auf die Persönlichkeitsrechte. Wir haben uns ja schon über deine Persönlichkeitsrechte unterhalten. Bei Persönlichkeitsrechten geht es darum, als Mensch bei uns in der aufgeklärten Welt werde ich als ein Individuum verstanden. Als ein Individuum habe ich Persönlichkeitsrechte. Die Persönlichkeitsrechte bestehen zum Beispiel an meinem Gesicht. Sie bestehen an Informationen, die mich betreffen. Meine Ehre ist auch zum Beispiel geschützt gegen irgendwelche Anfeindungen. Das heißt, was wir zum Beispiel generell als Privatsphäre verstehen, ist auch geschützt und darauf muss man Rücksicht nehmen. Beginnen wir mit dem eindeutigsten, das man kennt. Das ist das Recht am eigenen Bild. Sobald ihr irgendwie ein Bild von mir verwendet, auf dem ich zu erkennen bin, müsst ihr mich grundsätzlich um Erlaubnis fragen. Und Erkennbarkeit meine ich jetzt nicht, dass mein Gesicht zu sehen sein muss. Wenn ich zum Beispiel irgendwie, also muss nicht ich sein, aber wenn der andere zum Beispiel hier halbnackt stehen würde und man würde ihn aufgrund seines blumigen Rückentattoos erkennen. Man sieht sein Gesicht gar nicht, man weiß nicht, wer es ist, aber es reicht, dass so im Familien-Freundeskreis die Leute ihn anhand seines Rücken-End-Tattoos mit den, wie, was war das nochmal hinten bei dir drauf? Ah, so viel, so viel. Auf jeden Fall, wenn man aufgrund seiner Tattoos erkennt, ist völlig ausreichend. Wenn man nicht zum Beispiel von hinten sieht und jemand sagt, oh, das ist der Schenkel, und da sieht man auf der Aufnahme, auch das ist ausreichend für die Erkennbarkeit. Und dann müsst ihr mich fragen, es seien irgendwelche Ausnahmen treffen so. Und Ausnahmen ist, ich wollte ein bisschen Sex in die Geschichte reinbringen hier. Wenn es sich um Aufnahmen im Zusammenhang mit irgendwelchen öffentlich relevanten Ereignissen handelt, dann dürft ihr davon Bilder erstellen, dann dürft ihr die Bilder von Personen erstellen. Das muss ein großartiges Ereignis sein, wie zum Beispiel eine Bundeskanzlerin. Die ist ja grundsätzlich, wenn sie zumindest beruflich irgendwo hingeht, ist das immer ein öffentliches Ereignis. Wenn sie jetzt aber im Badeanzug am Strand rumliegt, dann ist es kein Ereignis, das eine Öffentlichkeit zu interessieren hat, bei dem man sie fotografieren dürfte. Wenn sie jetzt aber mit Erdogan im Badeanzug am Strand liegen würde, das würde wiederum eine politische Komponente haben, dann dürfte man die beiden abwählen. Dass man nicht viel dafür machen muss, zeige ich zum Beispiel, wenn ich hier quasi auf der Bühne stehe und für euch vortrage, bin ich auch ein kleines öffentliches Ereignis. Das heißt, ihr dürft auch Fotos von mir machen oder von Leuten, die auf der Bühne stehen und irgendwie seltsame Dinge machen, wie Leute abfilmen, dann dürft ihr das machen, weil es ist irgendwie ein Ereignis da. Also eine eigene soziale Art, es kann eine Musikveranstaltung sein, alles Mögliche. Dann Beiwerke, unwesentliche Beiwerke. Menschen, die im Bild sind, aber für das Bild überhaupt nicht charakteristisch oder prägend sind. Also Menschen, die man austauschen kann. Menschen, bei denen, also typischerweise bei denen man sagen würde, geh doch mal aus dem Bild, weil ich die schöne Brücke in Mostar fotografieren will. Solche Menschen sind Beiwerker und die muss man auch nicht fragen. Das heißt, wenn ich jetzt auf der Straße irgendwie ein Bild mache und da laufen irgendwie Menschen vorbei und die tragen überhaupt nicht zum Bild bei,
die muss ich nicht um Erlaubnis fragen. Wenn diese Menschen aber für das Bild prägend sind, das heißt, ich gehe jetzt in den Tiergarten und dann mache ich ein Foto, weil es ist ein schöner Tiergarten, aber noch eine schöne Tiergärtnerin, die dort in einem Bikini liegt, da werde ich schlecht sagen können, diese Dame war für das Bild nicht prägend, weil sie quasi ein ins Gesicht springt, je nach dem Geschlecht. Also kann sein, dass bei Frauen ein schöner Tiergärtner ist. Das ist gleich. Aber die Personen müssen quasi im Bild so nebensächlich sein, dass man ihnen gar keine Beachtung schenkt, wie in diesem Bild, außer man weist auf sie hin. Das ist also eine sehr, sehr wichtige Ausnahme, die in den meisten Fällen zum Tragen kommt. Noch eine Ausnahme sind öffentliche Versammlungen. Sind öffentliche Versammlungen oder sonstige Kundgebungen von Menschen, die sich gemeinsam treffen und als ein Kollektiv verstehen. Das ist nämlich der Punkt. Wenn man einfach nur mehrere Menschen auf einem Bild hat, vielleicht auch, weil die zusammenstehen beim Bäcker oder in der U-Bahn sind Menschen häufiger auf einem Haufen zusammen, dann hat man halt ganz viele Rechtsverletzungen. Wenn das aber in der U-Bahn irgendwie ein Partyausflug ist, der sich als ein Kollektiv versteht und die Öffentlichkeit für sich einnimmt, dann darf man von den Leuten Abbildungen machen. Wichtig ist, es muss eine öffentliche Versammlung sein, das heißt, jeder darf dorthin kommen, auch wenn er sich anmelden muss, auch wenn er vielleicht ein Geld dafür bezahlen muss, aber zum Beispiel Betriebsveranstaltung, Betriebsfeier wäre keine öffentliche Veranstaltung, weil da dürfen nur geladene Gäste hin. Wie ist es jetzt mit euch? Darf ich euch einfach hier fotografieren? Ja. Ihr seid hier freiwillig gekommen. Versteht euch als ein Kollektiv. Ja. Ja, ihr seid gemeinsam Veranstaltungsgenießer. Ja, das ist noch eine Frage. Ich muss laut sprechen, weil zu weit so viel aus dem Mikro bist und ich darf es lieber nicht. Es gibt ja immer diese Zahl von 5 Personen, die Ungeister mindestens auf einem Foto sein müssen. Ist das auch beim Thema Beitrag oder nicht relevant? Diese Zahl ist einfach aufgestellt, weil wenn die Leute, Juristen immer fragen, aber wie viel, ab wann, das war natürlich der nächste Punkt, wir haben eine öffentliche Veranstaltung, ab wann ist das eine Veranstaltung, wie viele Personen sind da? Und als Jurist muss ich sagen, es gibt keine bestimmte Zahl, es können auch 3 Personen sein. Es geht darum, dass nicht die einzelne Person in den Vordergrund gerückt wird. Deswegen ist es zum Beispiel nicht erlaubt, einzelne Personen herauszuschießen hier aus dem Publikum, sondern ich muss sie in einer Gesamtheit abbilden. Aber dafür würde es 3 reichen, weil dann fotografiere ich nicht die einzelne Person, sondern sie ist ein Teil einer Gruppe. Bitte. Wie ist es dann auf Festivals, wenn mich da jetzt jemand fotografiert, würden wir dann das Foto einfach veröffentlichen? Ja, wenn du als Teil der Gruppe abgebildet bist und nicht herausgeschossen wirst. Wenn man Menschen aus dem Publikum herausschießt, dann ist er nicht ein Teil einer Gruppe. Sondern es ist ein Porträtfoto und dann muss ich im Erlaubnis fragen, es sei denn, diese Person ist im Rahmen eines öffentlichen Ereignisses fotografiert worden. Das heißt, sie hat sich dann aus der Gruppe herausgelöst und sich zu einem Ereignis gemacht. Wenn ich jetzt auf einer Demo bin und ich halte spontan eine Rede, dann darf ich auch einzeln fotografiert werden. Wenn ich nur mitlaufe, darf ich nur in der Gruppe fotografiert werden. Wenn ich jetzt... wenn du jetzt irgendwie, dich zum Beispiel, er stellt sich hier nach vorne, er trägt hier überhaupt nichts vor, aber der hebt sich aus der Gruppe irgendwie ab. Also das ist, man könnte sagen, das ist so ein Arroganzverhalten und im Rahmen dieser Veranstaltung fällt es auf und deswegen darf man den lieben Herrn abdichten, ist ja schon. Und auch dieses, Entschuldigung, ich habe ja die Frage nicht beantwortet, ich antworte meistens in 15 Sätzen. Ja, was ich sagen wollte, wir sagen dann immer 5 Leute, weil das ist einfach, das versteht jeder und die Leute liegen in Ruhe. Ja. Ich habe aber noch diese typische Situation, also man kann nicht kommunizieren, weil man in wo auch immer ist, und sieht jemand am Straßenrand, sitzt jemand im Porträt schießen, zeigt auf die Kamera. Ja. Man zeigt auf die Kamera und dann gibt es ja diesen Satz des konkludenten Verhaltens. Der lächelt in die Kamera, sagt alles gut. Ja. Ist das dann abgeschlossen? Also wenn ich dich fotografiere und mir in meine Kamera lächelst, was hast du mir zu erkennen gegeben? Das ist okay für dich. Was? Aha, hast du damit auch gesagt, es ist okay, wenn ich es bei Snapchat veröffentliche? Nein. Gut, ist es okay, wenn ich es bei Facebook veröffentliche? Nein. Ist es okay, wenn ich es in Joyclub veröffentliche? Ja. Du siehst, ich weiß es gar nicht, es ist gar nicht bestimmt. Das heißt, wenn du nur lächelst, gibst du zu erkennen, ich möchte fotografiert werden. Hast du haargenau richtig gesagt. Das heißt, auch dieses Foto kann ich neben diesem Foto aufhängen, dann habe ich 2 nette Damen, die bei mir an der Wand hängen, weil sie damit einverstanden waren, weil sie in die Kamera gelächelt haben. Aber ich darf die Fotos nicht im Internet nutzen. Das heißt, bei einer Einwilligung ist das fast das Wichtigste, der Zweck. Wenn du der Person sagst, das ist, also was ich häufig mache, das ist für Snapchat,
und die nickt dann. Dann ist das okay, dann darf ich es bei Snapchat nutzen. Wenn ich das aber zum Beispiel bearbeiten und bei Facebook einstellen will, muss ich fragen, ist das okay, wenn ich jetzt für Snapchat Facebook nutze und auch noch bearbeite? Wenn ich Maps, also das kann so beliebig weitergehen, je nachdem, was ich mit dem Bild machen möchte. Wenn ich das in einem Buch verwenden möchte, muss ich sagen, darf ich das auch in einem Buch verwenden, das ich veröffentlichen werde, in Print als E-Book und eingespeist in Datennetzwerke. Mündlich reicht das aber nicht. Mündlich reicht eine Einwilligung, das Problem ist immer der Nachweis. Das heißt, wenn du niemanden hast, der es nachweisen kann, wird es ja problematisch. Aber Probleme in dem Bereich gibt es eigentlich fast immer nur, wenn es Menschen sind, die in unvorteilhaften Posen abgelichtet werden oder das Gefühl haben könnten, sie könnten auf diese Art und Weise Geld verdienen. Das heißt, wenn sie kommerziell genutzt werden. Ansonsten ist es wirklich eher selten, dass Leute sich über solche sowas beschweren. Also Menschen sind Prominente. Das heißt, wenn die lächeln und nicht gerade in einer, sagen wir mal so, ich habe ja gesagt, wenn ich mehr als 10 Bier habe, werde ich auch lächeln, egal, wenn ich fotografiere. Aber ich werde es am nächsten Tag bedauern und die Leute anschreiben, damit sie es entfernen. Ja, bitte. Entschuldigung. Wie man ist. Bedauert. Wofür bist du jetzt eigentlich zuständig? Für alles. Für alles. Gut. Was ist jetzt, weil du gerade meintest, mit den unvorteilhaften Posen, wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Open Air bin, in einer öffentlichen Veranstaltung, und ich sehe gerade, wie mein Chef meiner Scrum Masterin auf den Schoß kotzt. Oder so. Und wir machen da zufällig gerade ein Bild gemacht und da sind ja noch zwei weitere dabei, die gerade ihren Nachbarn auf den Schoß kotzen. Das ist. Ich komme sofort zu der Frage, ich beantworte noch dieses Bild. Wie ist es mit diesem Bild? Das Bild ist im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung entstanden, nämlich beim Konzert. Darf ich dieses Bild so nutzen, ohne die Person zu fragen? Nein. Alles richtig, aber nicht für jede Person, die hier zu sehen ist. Das heißt, die Personen sind Teil einer Gruppe. Die sind so im Hintergrund. Die Person habe ich aber aus der Gruppe hervorgehoben. Tut sie irgendwas Besonderes, womit sie sich hervorgehoben hat? Nein. Das heißt, die Person habe ich deswegen um Einwilligung gefragt, um sie hier ablichten zu dürfen. Aber was ist denn mit dem Hausrecht? Das gebe ich doch ab bei den Sachen, Fußballspielen etc. Oder andersrum, das Hausrecht kann man doch auch verbieten, überhaupt Fotos zu machen. Auch das kommt gleich. Dann werden wir gleich reden. Das Hausrecht kommt sofort. Ich hoffe, ich merke mir das alles. Ach, da bin ich schon dran. Ach so, nee, da waren Brüste. Also, wir hatten ja eben diese Ausnahme, du sagtest, dein Chef kotzt irgendjemanden in. Was man also auf Festivals macht. Es gibt Ausnahmen der Ausnahmen. Wir sind ja hier beim Recht. Das heißt, die Regel ist, Leute fragen. Die Ausnahme ist, bei öffentlichen Veranstaltungen darf fotografiert werden. Die Ausnahme der Ausnahme ist, es seien die Rechte der Personen werden doch irgendwie beeinträchtigt. Und das sind eben peinliche Situationen. Also wenn man auf ein Festival ist und rechts und links die Bühne guckt, die Leute darf man nicht fotografieren. Falls ihr auf Festivals wart, wisst ihr, dass da drinnen sind. Die darf man nicht fotografieren. Ich war letztens zum Beispiel auf einem Begräbnis. Ein Begräbnis ist auch eine öffentliche Veranstaltung. Die Leute gehen hinterm Sarg die Straße entlang. Aber trotzdem darf man die nicht fotografieren, weil das eben eine Art der sehr persönlichen Sphäre ist. Und dann greift eben die Ausnahme der Ausnahme. Und so ist es auch mit einem kotzenden Chef. Grundsätzlich wäre es erlaubt, aber in diesem Fall nein. Dann hat sich die Leiche quasi auch. Leiche hat sich. Ich wollte sagen, die Leiche hat sich herausgehoben, aber das geht nicht. Also, sagen wir mal so: die verstorbene Person hat immer noch diese postmortale Öffentlichkeitswirkung. Das heißt, das kann schon öffentlich relevantes Ereignis sein, zumindest wenn die sich in der Öffentlichkeit bewegen. Wenn die dann auf den Friedhof gehen und das so die Familie und so weiter, dann ist Schluss. Dann darf man dort keine Fotos machen, sondern die Friedhöfe ist verboten. Aber wenn jetzt Queen Elisabeth oder Queen Merkel und so sterben und über die Straße fahren, dann darf man davon auch Aufnahmen machen, weil es eben ein öffentliches Ereignis ist. Also ihr merkt, da sind immer solche Grauzonen. Und nicht nur beim Persönlichkeitsrecht ist nicht nur das Recht am eigenen Bild gedeckt, sondern auch die übrige Persönlichkeit. Das heißt, wenn ich aus einem Tagebuch von jemandem etwas zitiere, oder wenn ich irgendwelche heimlichen Briefe gelesen habe, oder wenn ich. Du stehst passend. Kannst deinen Kopf noch dazwischen stehen und so. Wenn ich jetzt nackte Tatsachen von Menschen abbilde, auch wenn man das Gesicht nicht erkennen kann und auch wenn man nicht weiß, wer es ist, ist es trotzdem verboten. Auch das war schon vor Gericht. Also es ging um einen Penis, der abgebildet wurde, obwohl man nicht den Penis der Person jetzt nicht mal im Familienkreis so zuordnen konnte. Ist das trotzdem eine Persönlichkeitsrechtsverletzung?
und auch wirtschaftliche Ausbeutung. Das heißt, wenn man eine Person nehmen würde und sie für Werbezwecke einsetzen würde, wäre es auch natürlich problematisch, auch wenn je nachdem wie die Situation ist. Ihr kennt vielleicht diese Sixt-Geschichten. Sixt machte mit Prominenten immer diese schöne Werbung, nachdem wir gegen Fauxpas gegangen haben, wie jetzt Herr Beck mit Crystal Meth, ich kenne mich da nicht aus, erwischt wurde. Ja, das stimmt auch wirklich diesmal. Und dann ist er jetzt auf der Werbung von Sixt. Dann ist es grundsätzlich auch eine Verletzung. Aber dann greift die Ausnahme der Ausnahme der Ausnahme, weil es ist Personen, man könnte sagen öffentlich wirksames Ereignis, aber es geht wirklich sehr in die Persönlichkeit und zweitens wird die wirtschaftliche Bedeutung der Person wird dann ausgenutzt, weil wir haben vielleicht kaum wirtschaftlichen Wert. Aber wenn wir jetzt einen Prominenten nehmen und den einfach so ablichten, der hat einen wirtschaftlichen Wert. Der würde nicht sonst dafür Geld bekommen. Aber wenn das im Zusammenhang mit irgendwelchen öffentlichen Ereignis ist, dann darf man es wieder machen, wenn man es als Meinung verkauft. Und deswegen ist bei Werbung immer der Spruch groß und die Werbehinweise sind klein. Andersrum wäre es unzulässig. Ihr merkt es, es ist sehr kompliziert. Und wenn man über Personen berichtet oder über Personen schreibt, dann muss man auch aufpassen, dass man nicht zu viel Preis gibt. Also kennt ihr das Buch Ezra? Ich glaube, so ähnlich ist es. Das war 2003 ein Fall. Das hat, glaube ich, auch ein Journalist über eine Freundin geschrieben. Und da hat er sehr viele intime Details daraus verwendet. Und auch man konnte anhand dessen diese Person erkennen, um wen es ging. Das heißt, er hat sie namens und so weiter technisch abgewandelt. Aber im Familienkreis wussten alle, um was es ging. Und dann sind natürlich auch sehr persönliche Gespräche, was ausgetauscht wurde, intime Details in diesem Buch veröffentlicht worden. Und das Buch wurde verboten. Und das ging dann durch alle Instanzen bis zum Bundesverfassungsgericht. Und da sagte auch, die Persönlichkeit ist so weit geschützt, dann hätte das Auto das so weit abwandeln müssen, dass man ganz klar nicht weiß, dass man das ganz klar sagen kann, das kann nicht eindeutig diese Person sein. Das heißt, als Leser müsste man sich denken, oh, das ist wahrscheinlich irgendwie Fiktion. Deswegen sieht man das in amerikanischen Filmen, die machen das ja mit Nachdruck, dass da steht, alles ist fictional, alle Charakter sind erdacht. Nur wenn man halt so ein autobiografisches Buch rausbringt, ist es natürlich schwer, sowas zu schreiben. Wo ist die Grenze? Wenn ich meine Autobiografie schreibe und ich habe eine Scheidung von einer Frau oder es war eine schlimme Scheidung, ich kann meine Geschichte nicht erzählen, ohne zu erzählen, dass die Frau dabei war. Ich kann nicht... Frau ist mal ein Einnahmenbeteiligen, das hilft. Und zweitens ist es tatsächlich so, dass sie dann intime Details weglassen müssen. Das heißt, was ist intime Detail? Wenn ich sie betrüge, sie ist die Betrogene. Ist das ein intime Detail? Nein, in diesem Fall würde ich sagen, das ist noch kein intimes Detail. Wenn aber ihre Frau betrogen hat und sie dann hineingehen, dann wird es problematischer. Und dann kommt es ja auch noch dazu, war ihre Frau auch im Lichte der Öffentlichkeit. Das heißt, es kommen sehr, sehr viele Faktoren. Wenn sie jetzt ein Prominenter sind und sie sind jetzt mit einer prominenten Frau verheiratet, also kennt ihr mal vielleicht Dieter Bohlen und der war mit Nadel oder wie die alle hießen, Stefan und sowas verheiratet. Die Frauen waren ja auch im Mittelpunkt. Das heißt, sie drängten sich auch vor die Kamera. Das war natürlich dann nicht so schwer problematisch, wenn er dann erzählt, dass er irgendwie einen Penisbruch mit der Frau beim Sex hatte, weil beide schienen der Öffentlichkeit. Wenn sie jetzt aber vom Vaginalverhalten ihrer Frau irgendwas niederschreiben würden, dann wäre das Persönlichkeitsrecht verletzen. Dann müssen sie an der Stelle sagen, tut mir leid, aber das war die Heidi X, das war eine ganz andere Frau. Die habe ich mir ausgedacht. Also man kann die Grenze eben nicht festlegen. Man muss dann aus der Sicht einer Person das sehen und gucken, ab wann ist es so, dass es einem selbst nicht mehr lieb wäre. Man geht dann meistens zum Anwalt und der prüft das vor. Das ist eben das, was ich mache, ja. Danke. Ja, es ist nicht so einfach. Alles klar. Dann natürlich falsche Tatsachen über Personen behaupten, das heißt üble Nachrede. Wenn man über die Person eine Tatsache behauptet, also eine Tatsache ist etwas, was in der Außenwelt ist und nachweisbar ist. Zum Beispiel, wenn ich sage, diese Bank ist braun, dann ist es eine Tatsache. Wenn ich dann sage, diese Bank ist schön, dann ist es eine Meinung, weil man das nicht nachweisen kann. Und immer wenn ich eine Tatsache behaupte, muss ich die im Zweifel nachweisen. Das heißt, wenn ich irgendetwas schreibe, in einer Autobiografie oder irgendwas über eine Person, und die Person sagt, das war aber nicht so, dann muss ich nachweisen, dass es so war. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten, egal was man schreibt, egal an welcher Stelle. Deswegen sicher ist es, besser ist es zu meinen, wenn man etwas nicht genau weiß, immer sagen, meines Erachtens oder ich denke, es könnte so sein, hilft immer. Bitte. Wie ist das jetzt mit, ich versuche mal ein bisschen nachzudenken, wie ist das jetzt mit,
wenn ich jetzt einen Blog habe oder eine Facebook-Seite und ich schreibe gerade über irgendjemanden, der mich geärgert hat, und schreibe den Namen rein und schreibe dann aber unten drunter, alles, was ich hier schreibe, ist eine Meinungsäußerung. Das habe ich zum Beispiel reingeschrieben bei Facebook 2013, meinem allerersten Post. Ja. Bezieht sich das auf meinen Post von Januar 2016 auch noch? Nein, muss nein. Das, jedes Mal das müsste schon jedes Mal dastehen und solche Pauschalaussagen können auch schiefgehen. Das heißt, wenn Gerichte sprechen ja von so einem deckmännlichen Meinung. Das heißt, wenn man ganz viele böse Tatsachen behauptet und sagt, ja, aber das ist alles Meinung. Aber es ist für den Leser erkennbar, dass es ein, so ein Disclaimer ist, aber du meinst das wirklich so, dann wird es so gesehen. Das heißt, man guckt dann quasi auf den Zweck und auf die Wirkung deiner Aussage bei Dritten, wie das ankommt. Okay, und wenn ich jetzt gar keine Ahnung habe, wie das ankommt, sondern einfach reinschreibe, ich sehe das so. Und wenn du das von vornherein schreibst, das ist jetzt als nur meine persönliche Meinung, ich habe das gehört oder ich denke, das ist so, das kann man machen. Nur, wie gesagt, man kann es auch übertreiben. Also einfach ein Disclaimer am Ende, alles, was ich schreibe, muss nicht der Wahrheit entsprechen, wird nicht helfen. Das sieht man manchmal im Impressum. Was man nicht auf Webseiten schreiben sollte, alles, was ich hier lesen, muss nicht zutreffen, weil damit heißt es auch, die Datenschutzerklärung muss nicht zutreffen, das Interesse muss nicht zutreffen. War auch schon vor Gericht. Was ist, wenn ich schreibe als Journalist über eine Frau, die vergewaltigt wurde? Ja. Ich mache ihr Namen anders und weiter und ich tritt dann eine Talkshow auf und da ist die Frau und sie gibt zu, dass sie in diesem Buch ist. Kann ich dann, also dass sie die Frau ist, die ich beschreibe im Buch, also sie hat feststellt. Sie selbst hat diese Anonymität aufgelöst. Genau. Kann ich dann für die zweite Fortsetzung, kann ich sie dann beim Namen nennen? Inwiefern hat sie, also wenn sie selbst die Anonymität aufgibt, ist es dann öffentlich oder ist das nur sie darf das? Oder darf ich sagen, ja, das ist. Wenn sie das gesagt hat und das in einer Art und Weise getan hat, dass es an die Öffentlichkeit gelangt ist, dann dürfen sie sie nennen, weil die hat eben diesen Vertrauensschutz selbst aufgelöst. Dann muss jeder auch über sie herkommen, im Grunde. Also, ja, sie hat diesen Vertrauensschutz aufgelöst. Man muss dann natürlich auch gucken, inwieweit sie die Reichweite begriffen hat, wie alt war die Frau, in welchem Zustand war sie, wenn sie das irgendwo besoffen von dem Fenster rausgeschrien hat, weil sie dafür hasste und das Nachbar mitbekommen hat, dann würde man sagen, da muss man die Frau trotzdem schützen. Das ist eine schöne Szene und ich werde es klauen. Okay. Und Meinungen haben übrigens auch Grenzen. Das heißt, Tatsachen müssen der Wahrheit entsprechen, aber Meinungen, die dann, sagen wir mal, von der sachlichen Auseinandersetzung die Grenze zu Vulgarität verlassen. Und man merkt es an dummigen Ausdrücken wie so du Arschloch oder etwas in der Art. Dann ist es nicht mehr zulässig. Das heißt, diese unsachliche Auseinandersetzung, Beleidigung ist selbstverständlich, ist nicht zulässig. Aber auch da kommt es darauf an, mit wem man sich auseinandersetzt. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, Erdogan ist ein Arschloch, weil er die Pressefreiheit mit den Füßen tritt, dann muss man sagen, der Mann steht in der Öffentlichkeit, man sagt dann immer, der hält seine Nase in den Wind, dann muss er dann rechnen, dass ihm der Wind auch um die Nase dreht. Das heißt, je mehr jemand selbst in der Öffentlichkeit von sich gibt, an Meinung, desto mehr muss er selbst auch ertragen. Das heißt, ich kann sagen, dass ein Politiker ein Arschloch ist, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass du ein Arschloch bist. Sage ich auch nicht. Weil du trittst ja nicht mehr. Ja, aber wenn du jetzt aufstehst und mich hier beleidigst, dann ist es eine Frage, ob wir ein Niveau gefunden haben, auf dem wir so kommunizieren. Aber ihr merkt, es ist sehr, sehr schwer. Das heißt, grundsätzlich keinen Menschen beleidigen. Beleidigt sozusagen das Amt, das sie ausfüllt. Man muss natürlich gucken, dass man die Grenze hat und du sagtest es richtig. Also als Chef mag ich dich, aber als eine Führungspersönlichkeit ist das sehr arschlochhaft, was du tust. Das wäre dann natürlich problematisch. Da muss ich auch überlegen, ob das zulässig ist oder nicht zulässig ist. Aber einen Chef als Arschloch zu bezeichnen, wäre grundsätzlich unzulässig. Aber auch in seiner Funktion als Chef wäre das unzulässig, wäre sehr problematisch. Aber du hast recht, man kann das trennen und das macht dann einen Unterschied aus. Also was heißt, wenn ich jetzt sage, ich kritisiere deine Führungsqualitäten oder ich kritisiere deine Sozialkompetenzen in der Rolle des Berufs oder der aktuellen Tätigkeit? Ja, du kannst sagen, du stellst dich irgendwie in Arsch. Ja, genau. Das heißt nicht, du bist ein Arsch. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Muss ich dafür offiziell auf Papier diesen Job ausüben oder reicht es, wenn ich die Tätigkeit gerade tue? Das ist okay in der Situation. Aber wenn du es zu anderen sagst, ist es eine gute Nachrede.
Bitte? Also der ist ein scheiß Anwalt. Das ist eine scheiß Anwalt ist eine Meinung. Schlecht. Das finde ich gut. Und scheiß Anwalt ist ja, glaube ich, irgendwie eine gängige Meinung, oder? Okay. Wir müssen uns beeilen, nicht wahr? Deswegen kommen wir zum Ausnahmen. Das heißt, ich habe euch ja gesagt, was alles geschützt ist, was ihr nicht machen dürft. Und es gibt natürlich auch Schranken. Schranken bedeutet, das Gesetz erlaubt, Inhalte trotzdem zu nutzen. Ich habe ein bisschen vorgegriffen bei den Persönlichkeitsflächen dieser Ausnahmen mit öffentlichen Veranstaltungen und Beiwerke. Das sind eben solche Schranken. Und es gibt auch beim Urheberrecht Schranken. Zum Beispiel das Textzitat ist das beliebteste. Das heißt, wenn ihr irgendwo ein Stück von einem Text entnimmt oder ganz viel von einem Text, dann hört man häufig, aber ich habe es ja zitiert. Zitat hat aber eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung. Ein Zitat ist nur dann zulässig, wenn es notwendig ist, um meine eigenen Gedanken und Ausführungen zu belegen. Das heißt, ein Zitat muss quasi der Salz in der Suppe meiner Ausführungen sein. Ein Zitat ist nicht zulässig, um sich Arbeit zu sparen, weil ich etwas nicht mit eigenen Worten wiedergeben will. Ein Zitat ist auch keine Subventionsregel. Was man hört, soll doch froh sein, dass er bei mir im Blog steht, der verkauft doch sonst keine Bücher. Jetzt aber kommt er mal groß raus. Wird nicht funktionieren. Und auch Illustration. Ach, er hatte so schön geschrieben, diesen Text, hätte ich den mit eigenen Worten wiedergegeben, wäre es nicht so toll gewesen, ist nicht zulässig. Das heißt, ein Zitat bestimmt sich an der Notwendigkeit. Wenn man zum Beispiel irgendjemand zitieren möchte, weil die Ausdrucksweise ganz besonders ist, dass man das eben nicht mit eigenen Worten wiedergeben kann, wenn man zum Beispiel ein Buch rezensiert oder ein Interview wiedergeben möchte, ein Stück eines Interviews, dann darf man das machen. Wie viel darf man zitieren? So viel wie notwendig. Das bedeutet, eben wie Salz in der Suppe, man sollte ja auf jeden Fall nicht mehr als ein Drittel der Rede sollte man merken, mehr als ein Drittel der eigenen Texte sollte es nicht sein, umgekehrt nicht mehr als ein Drittel entnehmen. Das funktioniert aber schon mal nicht bei Büchern, weil ein Drittel eines Buchs zitieren wäre zu viel. Und grundsätzlich ist es so, wenn ihr so 2-3 Sätze nehmt, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Wird es mehr in der Menge, dann könnt ihr von einer Urheberrechtsverletzung ausgehen. Und jetzt noch ein Beispiel, hier aus einem Blogbeitrag von einem Kollegen von mir, der schreibt seinen eigenen Text und hier ist ein Zitat. Ein Zitat muss übrigens abgesetzt sein und das ist einfach, weil er zeigen möchte, wie das an dieser Stelle geschrieben wurde. Das ist zulässig. Aber was wir hier haben, da leitet jemand kurz einen Text ein und übernimmt ein Drittel eines Artikels. Das ist kein Zitat. Ja, also das ist, da hat sich auch die Journalistin gestellt. Das ist kein Zitat, da hat sich einfach der Blogger Arbeit gespart. Er wollte auf einen Artikel hinweisen, er wollte Content für seinen Blog und er hat einfach viel von dem Blog übernommen. Das ist kein Zitat. Und was wichtig ist beim Zitat, natürlich auf die Zitierquelle verweisen. Online-Name und Link zur Quelle, offline muss man sagen, welchen Buch, in welcher Zeitschrift, welche Seite, wann ist es erschienen und so weiter. Das ist, glaube ich, aber selten problematisch. Vorne ist eine Frage, ja. Und dann da hinten. Wie ist es in der Rezension auf dem Buchrücken? Und, also Rezension, da wird ja, ja wurde früher... also in diesem Fall, das war das, war vor 2-3 Jahren, ne? Genau, und dann noch auf der anderen Seite den Blogartikel. Wenn ich da aus zitiere, um vielleicht noch eine eigene Rezension zu dem Buch dann noch zu machen. Also geht es um die Übernahme dieser Rezension vom Buchrücken? Ja. Also zum Beispiel, ich nehme jetzt aus dem Amazon ein Stückchen aus einer Rezension raus oder ich habe in einem Feuilleton von irgendeiner Zeitung irgendetwas dazu gelesen. Genau. Oh, das ist genauso schwer beim Bildzitat. Das heißt, was zitierst du? Zitierst du den Buchautor? Oder ich mache damit eine Einleitung zum Beispiel eines Artikels. Oder ich bewerbe das Buch. Nehmen wir zitierst an, du, aber die Frage ist, ich zitiere das Feuilleton. Der geistigen Auseinandersetzung. Setzt du dich mit dem Buch oder mit dem Feuilleton auseinander? Das ist nämlich ein Unterschied. Weil wenn du sagst, ich möchte also, aus dem Feuilleton... Im Buchrücken würde ich das Feuilleton vielleicht dazu nutzen, um eine Werbung zu machen damit. Ja, das ist egal. Worauf ich hinaus will, wenn du den Buchrücken kopierst, also den Text von Feuilleton, dann setzt du dich geistig nicht mit der Rezension auseinander, sondern mit dem Buch. Ja. Das heißt, darfst du dann das Feuilleton zitieren, also diese Rezension. Wenn du dich mit der Rezension des Buchs auseinandersetzen würdest, dann würdest du es aus der Rezension zitieren. Du setzt dich aber nicht mit der Rezension geistig auseinander, sondern mit dem Buch. Deswegen darfst du nur aus dem Buch zitieren und darfst nicht einfach die Rezension eines Dritten betreffend das Buch übernehmen.
Also wenn ich eine Rezension hätte, die eine gegenteilige Meinung meines ist, dann... Dann ist das sozusagen, sagen, an der Stelle schreibt der und der, ich bin anderer Ansicht und dann kannst du aus der Rezension zitieren. Aber wenn ich jetzt eine Rezension auf ein Buch von mir hätte, worüber ein anderer geschrieben hätte, auf dem Buchrücken hätte, dann hätte... Dann ist das so nach, wenn das natürlich urheberrechtlich geschützt ist. Wenn das irgendwie ein, zwei Sätze sind, dann ist es nicht geschützt. Wenn das aber so eine längere Rezension ist oder vielleicht eine Einleitung oder sonst etwas, dann ist es... Vielleicht das heißt, das Buch ist super und liest sich prima und... Das ist nicht urheberrechtlich geschützt. Okay. Das geht. Also das ist kein Problem, aber die Probleme kenne ich. Da gab es Streitigkeiten. Da hinten war noch eine Frage. Ich glaube, ich habe sogar jetzt einen Blog weiter geschrieben, weil ich jetzt ein Beispiel danach suche. Da hinten war noch eine Frage. Keine Blogs. Ich weiß nicht, ob das Kabel reicht. Ansonsten einfach so. So, schreien. Jo. Ich schreibe ein Buch und inhaltlich beziehe ich mich auf Zitate von Albert Einstein und Mahatma Gandhi. Ja. Darf ich das? Also, wir sind noch keine 70 Jahre tot. Und bei Zitaten kommt es nicht auf den Inhalt und auf die Personen, die es gesagt haben, an, sondern darauf an, dass das Zitat urheberrechtlich individuell, persönlich und kreativ ist. Das heißt, wir haben dieses Beispiel von Karl Valentin. Das war geschützt, das wäre auch geschützt gewesen, wenn ich das gesagt hätte. Zumindest hoffen wir mal, wenn ich vor Gericht stehen würde, weil das der Inhalt kreativ war. Wenn ich jetzt aber sage, was hat Einstein gesagt, E gleich mc zum Quadrat, ist das urheberrechtlich kreativ? Sehr. Das weiß ich nicht. Das ist wissenschaftlich, das sind Fakten, das sind Ideen, aber nicht individuell zu Papier gebracht. Nehmen wir mal. Ich bin ein Berliner. Um zu einer Tadelung Schafherde zu gehören, muss ich vor allen Dingen eins sein, ein Schaf. Okay, das ist also Einstein. Das heißt, es ist eine gute Idee, oder? Aber von der Ausdrucksweise ist das sehr kreativ. Ja. Darf ich es verwenden oder nicht zu meinem Inhalt? Ja, darf man verwenden. Weil das, was gesagt wurde, also das ist wirklich sehr schwer zu verstehen. Es kommt nicht auf die Idee hinter dem Text. Es kommt nicht auf den Clou, es kommt nicht auf den Witz an. Es kommt auf die Art und Weise, wie es ausgedrückt ist. Das heißt, der Satz muss sehr kreativ sein. Und ein Satz, um zu einer Schafherde zu gehören, muss man ein Schaf sein. Jetzt mal Einstein wegdenken, der zählt nicht. Wenn ich jetzt stehe und sage, um zu einer Schafherde zu gehören, muss man ein Schaf sein. Wer von euch meint, das ist so kreativ individuell persönlich, dass es urheberrechtlich geschützt sein und keiner das wiederholen darf? Ruhe tun, wenn ich ihn vergebe. Nee, Moment, also du dürftest es nicht mehr zum Beispiel auf deiner Facebook-Seite schreiben, weil es urheberrechtlich geschützt ist. Doch, ich war. Deine Prämisse dazu war, ob es kreativ ist. Und zu der Frage sage ich, definitiv ist es sogar sprachlich und inhaltlich kreativ, aus meiner Meinung nach. Ja. Irgendwo, ob man, was man jetzt mit der Kreativität damit tut, richtig, kann ich nicht sagen. Deswegen ist vielleicht das Wort kreativ falsch. Deswegen entziehen wir uns Juristen den ganzen solchen Gesprächen. Wir sprechen von einer Schöpfungshöhe. Da kann keiner kommen und sagen, hör mal, aber kreativ ist ja was anderes. Wir sind aber Schöpfungshöhe. Und da würdest du wahrscheinlich nie sagen, ja, aber Schöpfungshöhe verstehen wir Menschen, weil Menschen benutzen den Begriff nicht, sondern nur die Juristen. Und so haben wir es abgegrenzt. Deswegen das Wort kreativ kann man höchstens als Hilfskonstruktion verwenden. Und richtig, der Inhalt, der Gedanke ist kreativ, aber der Satz an sich hat nicht die nötige Schöpfungshöhe, weil er nicht individuell persönlich in der Ausdrucksweise ist. Und deswegen musst du halt bei einem Zitat erstmal gucken, ist derjenige schon länger 70 Jahre tot, dann egal. Und wenn er nicht so lange tot ist, dann musst du gucken, ist das wirklich das, was er gesagt hat, von der Schreibweise so kreativ, wenn meine Frau das gesagt hätte, das dürfte nicht kopiert werden. Aber wer es gesagt hat, ist egal. Wie gesagt, wenn JFK gesagt hat, ich bin ein Berliner, das ist auch ein Zitat, benutzt jeder. Das ist aber natürlich urheberrechtlich nicht geschützt. Okay. Die Bedeutung des Zitats kommt nur aus der Idee dahinter oder aus der Person, die es gesagt hat, aber nicht aus dem Text selbst. Der Text selbst muss schützenswert sein. Der zweite Fall, ich mache ein Buch mit Fotos. Ja. Meinetwegen, die Fotos hole ich mir von Fotolia, da habe ich die Lizenzen. Und zu den Fotos verfasse ich aber einen Text und dieser Text komplett steht unter Verfasser unbekannt. Hast du den Text verfasst? Nein, aber unter dem Text steht Verfasser unbekannt. Ja. Oh, das ist die beliebte Frage, was ist, wenn ich, wenn ich den Urheber nicht ausfindig machen kann? Richtig. Dann hat man Pech.
Werner Pech. Bei Urheberrechten ist es so, die Urheberrechte haften dem Urheber an. Du musst sie im Einzelnen immer wegnehmen. Deswegen kennt ihr die Lizenzverträge, die sind ewig lang, weil man den Urhebern jede einzelne Nutzungsart, wie zum Beispiel das Print als Hörbuch, als E-Book, online, immer die einzelnen Rechte wegnehmen muss. Und man muss sich darüber einigen. Das heißt, der Urheber muss ihm aktiv zustimmen, dass ihm die Rechte weggenommen werden. Wenn du den Urheber... Der Verfasser ist unbekannt. Steht ja, das ist... Guck mal, es gibt so viele Bücher in der Bibliothek. Wenn jeder den Autorennamen rausreißt, dürfte ich die dann kopieren? Nein. Aha. Das gilt aber auch für den einfachen Text. Das heißt, wenn du den Verfasser nicht findest, also den Urheber nicht findest, dann hast du keine Einwilligung. Es liegt an dir, die Einwilligung zu bekommen. Ja, woher kriege ich die? Ja, das sagte ich, das ist eben eigentlich. Das heißt, ich darf es nicht verwenden. Ja, es gibt solche Regeln. Wenn ich das verwende, was passiert? Was könnte passieren? In der Regel weniger, aber es kann passieren, dass derjenige dann zum Beispiel, dass er auch, der könnte auftauchen und nicht abmahnen. Das kann passieren. Wenn das im Blog ist, ist kein Problem. Wenn du aber ein Buch veröffentlicht hast und du hast seinen Text verwendet und der war urheberrechtlich nicht geschützt und dann taucht derjenige auf und sagt, haha, geile Aufgabe, jetzt lohnt sich's, auch einen Anwalt zu beauftragen, dann kann er natürlich einen Teil seines Gewinns von dir einfordern. Wie viel wäre das? Daumen, ja, ungefähr. Kann ich dir wirklich gar nicht sagen, weil es davon abhängt, was das für ein Text ist, wie kreativ der Text ist. Aber wie viel du mit dem Buch verdient hast zum Beispiel. Aber das wird sein. Und seinen Anwaltskosten musst du bezahlen, also von ein paar tausend Euro solltest du schon ausgehen. Ja. Und da kann man sich aber nicht in dem Fall absichern. Es gibt keine Chance. Man kann es mit eigenen Worten wiedergeben. Das alles, aber man kann sich nicht absichern. Nein, nein. Okay, nein. Gut, danke. Aber Moment, aber dient das Zitat als Beleg deiner Gedanken? Oder, weil so wie ich es verstanden habe, dient hier das Zitat der Illustration. Richtig. Illustration ist kein Zitatzweck, nur das Belegen einiger Gedanken. Jetzt kommen wir zum Bildzitat, damit wir ein bisschen schneller vorankommen. Auf Bilder darf man zitieren. Genau unter dieser Prämisse. Die müssen als Beleg eigener Gedanken dienen. Und wir haben diese Schachteligkeit schon eben angesprochen. Ich benutze mal dieses schöne Beispiel, das Yps-Heft ist erschienen. Ich möchte es rezensieren. Das heißt, ich brauche das Bild des Covers, weil ich mal das Cover schreiben möchte. Und das Cover hat Grafiken, Gestaltungen, ist dementsprechend urheberrechtlich geschützt. Jetzt weit wissen wir, als Beleg meiner Gedanken darf ich dieses Cover zitieren, dieses Bild darf ich zitieren. Muss mich damit aber auseinandersetzen. Also ich beschreibe, wie toll ich das finde und so weiter. Gehen wir mal einfach davon aus, ich habe mich damit auseinandergesetzt. So, dann darf ich das Cover nutzen. Aber jetzt habe ich das Yps-Heft nicht wirklich selbst zu Hause. Ich gebe aber in die Google-Bildersuche Yps-Heft ein und dann finde ich dieses Bild. Darf ich es benutzen? Nein. Genau, warum? Ich jetzt nicht sagen, nur weil es da steht, aber... Weil der Fotograf nicht eingewilligt hat? Weil der Fotograf nicht bekannt ist. Haargenau richtig. Ich habe ja erzählt, an einem Bild gibt es immer zwei Rechteinhaber, also in der Regel, das sei mein fotografierten Baum. Recht an der Aufnahme und Recht am Motiv. Ich setze mich hier mit dem Motiv auseinander. Das heißt, ich habe noch nicht automatisch das Recht, das Bild zu verwenden. Ich muss das Cover entweder selbst fotografieren oder ich muss den Fotografen fragen. Eine Ausnahme wäre vielleicht, wenn ich mich mit dem Lebenswerk des Fotografen auseinandersetze, dann dürfte ich sein Bild zitieren. Also merkt ihr, das ist sehr, sehr schwer, weil ich höre das sehr, sehr, also am allerhäufigsten bei Bildrechtsverletzungen höre ich, ich habe es aber zitiert. Und zitieren es für die Leute, ich habe es benutzt und gesagt, wo ich es hier habe. Das reicht nicht aus. Man muss tatsächlich ein Recht am Motiv und Recht an der Aufnahme haben. Da hinten ist eine Frage. Wer hat das Mikro? Ah, Frau Braun. Da. Bitte, was Jungfrau? Meine Frage ist auf jeden Fall Jungfrau. Meine Frage ist jetzt zum Beispiel so eine Präsentation, die jetzt ins Internet gestreamt wird. Ist das Foto dein Foto? Und wenn nein, wie sieht es da rechtlich aus? Frank, die Wartner von Netcore. Also wenn es jetzt nicht ins Internet gestreamt wird, dann bin ich dran und ich muss rechtfertigen, dass ich es benutze. Ja. Dass ich mich damit auseinandersetze. Zur Sicherheit, ich habe den nie gefragt. Okay, aber wenn du jetzt eine Präsentation halten würdest, wärst du drin, dass nicht deins ist, das würdest, aber wenn das eine Präsentation ist, die nicht nach außen gestreamt wird oder so, dann ist es rechtlich genau dasselbe Problem. Ja. Theoretisch, praktisch wird es aber keiner mitbekommen. Okay. Aber
Es ist so, dass wenn du Fotos und Bilder in Präsentationen verwendest, also ich würde sagen 99,9% aller Fälle, die Leute tun das, ohne die Leute zu fragen, also die Rechteinhaber, das ist eine Urheberrechtsverletzung. Also ich hatte zum Beispiel einen Fall von einem Veranstalter, der hat die Präsentation online gestellt und er wurde abgemahnt von Fotografen oder beziehungsweise ein Stockbildarchiv war das, weil da ganz viele Bilder von denen waren, ohne dass die Rechte geklärt waren. Und dann stand er natürlich doof da, musste ich glaube, Schanzesatz irgendwie für 7 Bilder, musste er irgendwie 8.000 Euro dafür bezahlen, für die Präsentation, für die Vorträge. Ja. Also wenn hier noch der Republika einen großen Vortrag halten würde, der Livestream für solche Städte, so machen, ja. Alles, dann... Also ich persönlich mache es so, dass ich erstmal irgendwie auf meinen Folien rumschmiere, entweder Leute frage oder viele Creative Commons Bilder nutze. Okay, jetzt kommen wir zu der Panoramafreiheit, die ist auch schon angesprochen worden. Was ist, wenn ich irgendeine Werbung oder, nehmen wir mal an, ich möchte den Hauptbahnhof fotografieren. Der ist ja ein Werk der Architektur, ist auch urheberrechtlich geschützt. Darf ich das machen? Grundsätzlich nein. Aber es gibt eine Ausnahme, die heißt Panoramafreiheit, so wird sie genannt. Bedeutet, wenn ich irgendwelche urheberrechtlich geschützten Werke in der Öffentlichkeit sehe und sie von der Straße aus fotografiere, die für jedermann zugänglich ist oder von einem Platz, also nicht in das Gebäude gegenüber hochgehe oder nicht irgendwie einen Stock benutze, auf dem ich meine Kamera habe, obwohl das kann man selten rausfinden, man kann sagen, ich habe einen großen Freund. Dann ist das erlaubt. Aber, sehr, sehr wichtig, es muss sich um ein bleibendes Werk handeln. Das heißt, das Werk muss für einen langen Zeitraum an Ort und Stelle verbleiben. Wir kennen das Beispiel mit der Reichstagsverhüllung. Reichstag war für 2 Wochen verhüllt. Viele Fotografen haben davon Fotos gemacht und dann weiterverkauft als Postkarten. Und Christo ist dagegen vor Gericht gegangen und hat gewonnen, weil es war kein bleibendes Werk. Das heißt, wenn jemand in dem Gemälde die Straße entlang trägt, ist das nicht von der Panoramafreiheit gedeckt. Und hier habe ich eine Antikriegsdemo fotografiert. Da haben Cartoon-Künstler ihre Werke in der Fußgängerzone aufgestellt. Ist das von der Panoramafreiheit gedeckt? Nein. Ja. Weil die sind ja nur vorübergehend da. Ich könnte ihn natürlich im Rahmen, wenn ich ein Journalist wäre, aber wenn ich so tief einsteigen, ein Tagesereignis, über das ich berichte. Aber grundsätzlich ist es nicht erlaubt, weil es nicht dauerhaft ist. Wie das jetzt mit der Werbung ist, die dort aufgehangen ist, auf der Plakatwand. Erstens denke ich, es wird keinen Menschen stören, wenn es sie fotografiert. Aber zweitens könnte man durchaus sagen, die ist ja nicht dauerhaft, die ist nur vorübergehend da. Aber was es im Urheberrecht auch gibt, ist das sonstige Beiwerk. Das heißt, wenn ich irgendwie ein Bild mache und da hängt irgendwo ein Foto, also ich weiß nicht, ob das Kunst ist oder ob das weg kann da hinten, aber wenn ich ein Foto hier auf dem Raum mache und dann sieht er im Hintergrund irgendwie ein Bild, das ist ein sonstiges Beiwerk. Das ist genauso wie der Mensch, der da hinten steht. Der ist völlig uninteressant. Entschuldigung, ich meinte, ich nicht gesitzt. Gibt's auch.